Versuchen wir den ganzen Spaß jetzt nochmal. Ja. Okay. Auf geht's. Immer schön. Die Treppe runter. Ja, mir auch, mir auch. Bisschen Schlaf nachgeholt nach der Arbeit gestern. Und seitdem auch wieder gut. Ja, freut mich auch, freut mich auch. Freut mich auch, dass es bei euch alles gut ist. Das ist sehr schön. Mal schauen, wie tief das heute geht. Ich glaube, letztes Mal waren es 2x45 oder so. Irgendwie was im 40er-Bereich, die letzten. Der letzte Stream. Einfach mal abwarten. Ja, geht schon los mit schwer atmend. Bisschen außer Form, der Typ. Ich habe diesmal auch in weiser Voraussicht keinen Pullover. Den Pulli vorher ausgezogen, damit ich gleich nicht wieder so am Angstschweiß kaputt gehe. War endlich auszuhalten. Zweimal den Fehler gemacht. Das hatte ich doch irgendwie neulich automatisiert. Genauso. Jetzt habe ich wieder eine Hand frei und kann einfach runterlaufen. Ah, genau. Genau, da uns gedeutet es gerade an. Link zum neu geborenen, neu entstandenen Discord-Channel. Gibt noch nicht viel drauf zu sehen, außer einen allgemeinen Chat-Channel. Und ein Channel, wo der wöchentliche Stream-Schedule, der wöchentliche Stream-Plan angepinnt ist. Da kann man dann sehen, wann was gestreamt wird, ob Bock drauf oder nicht. Was noch hinzukommen wird, ist Channel auf jeden Fall mit Vorschlägen. Vorschlagebox für irgendwelche streamtechnischen Verbesserungen oder Spielvorschläge, keine Ahnung, sowas. Und dann einfach mal schauen, wie weit sich das alles entwickelt. Welche Richtung das geht. Letzten Stream 2 neue Follower bekommen. Das hat mich sehr gefreut. Gehostet auch für 3 Leute. Das war sehr schön. Ein paar Viewer bekommen. Und jetzt sind es auch nur noch 6 Follower bis zum Affiliate-Programm von Twitch. Dann kann ich endlich richtig durchstarten und schauen, was da so alles kommt. Genau. Dann darf es losgehen mit den ersten Emotes. Und das war's dann eigentlich auch schon. Ja, Emote-Hype. Haben wir das einfallen lassen. Was, was interessant ist. So Sachen. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Auch wenn ich das Ziel für das Ding auf... Ja, auf jeden Fall ein Rip-Emote. Auch wenn ich das Affiliate-Ziel jetzt, glaube ich, auf Ende nächsten Monats gesetzt habe. Ist egal. Wenn es bis dahin klappt, gut, werde ich dann ein paar Tage mehr dranhängen. Dann können wir auf jeden Fall ein weiß ich, irgendwie Shocked-Emote machen aus dem letzten Welcome to the Game Stream. wo der Hitman neben mir stand. Hunske weiß, welches ich meine. Er hat das Bild gescreencapped. Das können wir dann da reinnehmen. Das spricht mir sehr zu. Das war sehr... gut. Kleines Kribbeln in der Brust. Ja, das kriegen wir bestimmt da rein.
Dann schauen, wie es aussieht, ob das dann zu klein ist oder ob das geht oder was weiß ich. Irgendwie kriegen wir das dann da rein. Aber wie gesagt, ist ja noch Zeit. Und dann, dann weiß ich auch nicht, was ich jetzt damit sagen wollte. Der Satz war zu Ende, aber ich habe noch ein Wort drangehangen und dann musste ich irgendwie weiter auf dem Labertrain sitzen. Ah, da läuft wieder einer hinter mir. Also im Gegensatz zum letzten Mal bin ich heute ziemlich entspannt. Oh Gott! Ah, selber schuld. Ja, genau. Noch und zack passiert's. Ah. Genau, so viel zum Thema entspannt. Ah. Jetzt habe ich aus Versehen aus dem Dings gedrückt. Oh, okay. Da habe ich mich jetzt nicht mehr. Da, bei dem habe ich mich jetzt nicht erschrocken. Obwohl der auch ziemlich. Na, okay, der war nicht obvious, der kam trotzdem spoopy rüber. Das ganze Zeugs hier. Also zumindest die SCP, das SCP-Ding, zeichne ich auf, jetzt gerade auch, und lade das dann hoch. Ich habe mir dann doch gedacht, ich mache da eine kleine Serie draus. So eine Einspieler. Stream-Starting-Einspieler. Ja. Schauen, wie tief ich jetzt bin. Wahrscheinlich gar nicht drauf geachtet. Wahrscheinlich so 25. Oh, zwei, oh, tatsächlich schon 32. Also, solange nicht wieder Larry Langarm kommt, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Das war jetzt so ein kleiner Schauer im Nacken. Larry mit den langen Fingern. Okay, da ist wieder die offene Tür mit dem Durchzug. Es wird ein bisschen mehr Durchzug. Okay, 39. Meine Hand wird schon ganz nass vor Anspannung. Ist nicht gnädig und beendet das den ganzen Stress. Nein, es geht einfach immer weiter. Ich höre es auch auf, immer nach unten zu gucken. Ich gucke jetzt geradeaus. Dann habe ich mehr vom Schreck. Oder habt ihr mehr von meinem Schreck?
ist irgendein Zischen im Hintergrund. Och, da ist er wieder. Mann! Och, Mann! Das war blöd. Das war viel zu früh. Na dann, auf ein neues. Direkt so. Das war jetzt gerade mal 10 Minuten Treppenlaufen. Und ich habe wieder nicht geachtet, wie viel Etage das waren. 45 kommt aber wieder hin. Na gut, na gut, na gut, na gut, na gut. Wenn es wieder so schnell geht, dann wird das tatsächlich wieder nur eine halbe Stunde dauern. Halbe Stunde Treppen runterlaufen. Ist das 11 Stufen? Ich glaube 11 Stufen, ne? Ja. Pro Etage 22 Stufen. Bin ich gerade 800. Ich kann kein Mathe. Fail. Fast 900 Stufen runtergegangen. Ist gut, wenn man eine Hand frei hat. Kann man an der anderen Hand gucken, wegen wer einen belästigt. Yay, 10. Wow. Nicht vor die Wand laufen. Einfach weiter geradeaus. Das Dröhnen ist auch noch sehr leise. Das ist auch noch sehr gut. Diese ominös bedrückende Wirkung hier. Okay, wer vom Teufel spricht, zack, wird das Dröhnen lauter. Und dann läuft der wieder hinter mir her. Irgendwann habe ich auch wieder den Mumm, habe ich auch mal den Mumm, mich umzudrehen und zu gucken. Um dann zu sehen, dass da entweder nichts ist, oder ich tot bin. Field of View ist kürzer geworden. Ich kann jetzt nicht mehr. Es ist nicht mehr so lang gezogen. Grauenhaft ist das.
22. Ich war doch vor 5 Minuten schon bei 20. Was ist das für ein neues Psychospiel? Das ist hier so stressig und bedrückend, dass ich teilweise vergesse zu atmen. Oh Gott! Oh Gott. Oh. Pulsuhrausschlag 200, 250 Schläge pro Minute. Oh. Arschloch. Hohohoho. Der jetzt nicht, da saß der Schreck vom ersten noch. Das war jetzt zu schnell, das war zu früh. Es war auch wieder zu früh. Kommt jetzt auf jeder Ebene ein Schatten? Oh, ich bin Schatten, ich komme jetzt auf jeder Ebene. Buh. Etagen 38. Gleich wieder Richtung Tod laufen. So, 40. Stufen. Und ein Erschrecker. Man stirbt, wenn da Larry Langarm kommt. Also wenn, ist gleich relativ einfach zu sehen, wenn es soweit ist. Dann ist hier im Blickfeld direkt so ein weißer Schleier. Wenn man ein bisschen näher kommt, entsteht dann da so eine schattenhafte Gestalt. Und wenn man dann noch näher rangeht, streckt er die Arme aus und dann beendet sich das Spiel. Dann ist tot. Dann ist Game Over. Und Langarm Larry, weil der halt... Nee.
Nicht, dass ich wüsste. Man kann ja generell auch das Geländer runterhüpfen, aber an ihm vorbeihüpfen geht nicht. Habe ich versucht, 5, 6 Mal, jedes Mal, wenn man so auf Höhe dieser Etage ist, wo er drauf steht, ist Ende. Wär mir neu, also wäre mir. Kann man nicht auf das Geländer springen? Mal gucken, wenn er da. Wie gesagt, habe ich versucht. Und habe ich versucht, kann ich gleich gerne nochmal versuchen. Und ja, Himbeere, man läuft runter und irgendwann stirbt man. Also ich wüsste jetzt nicht, dass man dem irgendwie ausweichen kann oder so. Andererseits habe ich mich auch nicht damit befasst. Oh. Ob es geht, der Schatten hat mich umarmt. Könnte ich ja mal machen, ne? Schauen, ob man irgendeine Möglichkeit hat, dran vorbeizukommen. So, 50. 1100 Stufen runter. Da ist er. Da. Oh, hä? Habe ich jetzt ins. Ja. Da hat er mich berührt. Hat er mich so im Nacken gekitzelt. So. Tot. Na gut. Einen Durchlauf noch. Einen Durchlauf noch. Soweit ich weiß, kann man nicht zurücklaufen. Nein, ich kann es jetzt gerne mal versuchen, wieder hochzukommen, aber ich glaube, ich komme nicht wieder hoch. Nein, ich komme nicht hoch. Und doch, man kann irgendwie die Treppe hochspringen. Mal gucken, ob das auf einer tieferen Etage auch noch geht. Okay, ich laufe jetzt erstmal nicht zurück, solange da direkt auf Ebene 0 die Schritte hinter mir sind. Krass. Oh Gott. Geht direkt gut los hier. Ja, doch, ich kann die Treppe hochspringen, aber ich wüsste jetzt nicht, ob mir das was bringt, wenn der hinter mir, vor mir steht. Man kann dann sein, dass wenn er wieder in den Schatten geht, dass er weg ist. Ich versuch's gleich einfach mal. Ich werde es einfach versuchen. Ja, genau. Und jetzt ist das hier das Playthrough oder der Abstieg, wo ich bis zur letzten Etage komme und dann einfach da steht, yay, gewonnen. Oder so. Wie weit war ich jetzt? 52, sagen wir 52? Ah, okay, das letzte, wo ich geguckt habe, waren 50. Dann nehmen wir die 50. Okay, ja, das. Oh nee. Ganz auf den Boden gucken kann man nicht. Schade, ich dachte, ich könnte so die ganze Zeit auf den Boden gucken und dann erschreckt mich nichts.
Jetzt hat sich das ganze Blickfeld schon wieder voll in die Länge gezogen. Finde ich gar nicht mal so cremig. Wow, da ist er wieder. Yay. Oh Gott. Alter. War das laut? Oh Gott. Oh fuck. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich besorge mir noch eine zweite Webcam und schraube die unter den Schreibtisch, damit man sieht, wie ich mir immer die Knie breche, wenn ich mich erschrecke. Hier. Zwischenetage, okay. 25, okay. Okay, 30. Nein, oh. Zwischenetage, fail. 30. Rückwärts hochspringen, warte. Ja. Kann ich. Wieso? Also, wieso rückwärts? Footsteps. Okay. Okay, und 34, komm. Komm, Speedrun. Speedrun, runterspringen. Jupp. Jip. Zack und abkürzen und abkürzen und abkürzen. Woo! World Record Pace. Okay. Mal schauen. 40. Yeah. Ich atme schon total heftig hier.
Ja, ich weiß. Licht von der Außenwelt, richtig ekelhaft. Okay, 45, gleich habe ich's wieder, gleich bin ich wieder an einem Qua sozusagen an einem neuen Tiefpunkt angekommen. Es ist sowas, sowas Ekelhaftes, vor der Tür, Runzke. Weiß nicht, ob man Außenwelt essen kann. Ich hab noch nicht reingebissen. Da gibt es so viele Dinge, wo man reinbeißen könnte. Aber meistens sind die Feste aus Holz oder Stein und das ist dann so. Das ist jetzt so borkig, wenn man da reinbeißt. Oder. Oder krümelig. Kennst die Tür nur noch von der Innenseite. Ja, das tut mir leid für dich. Ich werde gezwungen rauszugehen. Das sichere Heim zu verlassen. Ich darf nicht von zu Hause arbeiten. 51, okay. Uhu, neuer Tiefpunkt. Oh, da sagst du was. Tatsächlich, draußen sind nur nervige Menschen, ja. Ach, es hätte auch alles viel schlimmer sein können. Da hast du dann mal 8 Stunden in Ruhe, ne? Ein Zischen im Ohr gehabt. Okay, 55. Nur die Azubine und du? So. Hast du direkt den Ausbilder raushängen lassen und ihr gesagt, was sie zu tun hat? So. So, geh Kaffee kochen oder hol Kopierpapier. Füll den Kopierer auf. Aber der ist voll. Ja, dann mach ich leer und mach ihn wieder voll. Typisch, ne? So. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, würden unsere Eltern jetzt sagen. 58, heilige Scheiße. Na, also. So spät ist es noch nicht, dass wir hier mit solchen Worten um uns schmeißen. Oh, das wäre das Rauschen. Das Dröhnen und es knistert und knackt richtig in den Ohren dabei. Ach so, natürlich, der Stift ist runtergefallen. Der Klassiker. Was ich gedacht habe, ich habe gar nichts gedacht. Ich denke nicht. Ich mache nur, ich denke nicht. Jetzt ist ja das Sichtfeld nicht mehr so in die Länge gezogen. Und da ist es wieder in die Länge gezogen. Oder? Ach, ich blicke hier nicht mehr durch. Mir ist 65 Doppeletage tief. Genau, denkt wird überbewertet. Schau mal, ich habe jetzt noch nichts mehr im Gesicht. Schon vorbei. Ein paar Minuten später.
Etage 68. Ja, habe ich. Ich habe mich sauber gemacht. Und jetzt Etage 69. Nice. Oh Mann. 1500 Stufen gemacht. Da ist er. Und jetzt? Jetzt versuche ich es mal hier so, Treppe hoch. Und jetzt gehen wir wieder runter. Er ist immer noch da. Vielleicht kann ich mich ja irgendwie hier so dran vorbeischleichen. Nö. Tja. Das war's dann! Ende! Tod! Psst. Kopf ab! Vorbei! Genau, ein Versuch war's wert. Dann ist es halt wirklich tatsächlich nur richtig random, ob ich, wie tief man kommt oder so. Ja. Kann man nichts dran ändern. So, ich bereite hier alles vor für alles Weitere. Werde dann jetzt Welcome to the Game wieder anschmeißen. So in 3 bis 5 Minütchen. Also bis gleich.